Heute bewerte ich die Zeugnisse meiner Zuschauer und schaue, wie gut oder auch schlecht die Community von mir ist. Wenn ihr mal dabei sein wollt, joint den Discord in der Beschreibung und schaut auf Twitch vorbei, um keine Events mehr zu verpassen. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und schreibt mir gerne, wie euer Zeugnis war und wie viele Fehlstunden ihr so hattet. Und als kleines Special zeige ich am Ende noch mein eigenes Zeugnis. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ich würde mal sagen, wir gehen rein mit dem ersten Zeugnis. Ganz kurz, ich reagiere darauf und bewerte das Ganze nicht, weil wie soll ich es bewerten, so weißt du? Heute bewerte ich die Zeugnisse meiner Zuschauer. Hier, das ist glaube ich 12. Klasse, genau. Verhalten, gut, das ist schon mal wichtig so. Englisch, 6 Punkte, eine 4, habe ich auch schon gesagt. 4 ist krass. Also 4 in Englisch ist crazy. Shaina, da auch mal nochmal ein bisschen mehr anstrengend, ein bisschen eine englische Netflix-Serie schauen, dann ist da die 3 drin. Sport eine 2 mit 11 Punkten und Wirtschaft eine 2 mit 11 Punkten. Sehr stark. Zeugnis eigentlich echt solid, vor allem für 12. Klasse. 12. Klasse Zeugnis finde ich echt stark. Also, sehr starkes Zeugnis, würde ich sagen. Wir gehen ins nächste Zeugnis rein und wir schauen uns den Lachs mal an. Klasse 8b. Okay, dann haben wir in Ethik eine 2, okay. Deutsch 3, Erdkunde 3, Sozialkunde 2, BK 2, Sport 3 und Russisch krass 1. Also, sehr krasses Zeugnis. Aber auf Ernst, Alex, Respekt, sehr, sehr krasses Zeugnis. Also, Retalk, sehr, sehr, sehr stark. Dann gehen wir ins nächste Zeugnis rein. Deutsch 4, Englisch 4, Spanisch 3, Geschichte 4, Politik 4, Mathe 4, Bio 4, Chemie 4, Musik 4, Sport 2. Bro war irgendwie nicht anwesend in der Schule. Also, Ryan, 8. Klasse, da ist noch Luft nach oben, ne? Nächstes Jahr ein bisschen mehr anstrengend, ein bisschen weniger Minecraft spielen und dann passt es. Dann bist du auf der sicheren Seite und dann ist alles gut, Bro. So, nächstes Zeugnis. Okay, das erste Bild ist von der Grundschule. Deutsch 3, Mathe 2, Englisch 3. Bro, Grundschule. Du warst so schlecht in der Grundschule? Real Talk. Nichts, um nichts zu sagen jetzt, aber ich hatte in der Grundschule überall eine 1. Im zweiten Halbjahr fehlte er so häufig und konnte daher dem Unterrichtsstoff nicht immer folgen. Er hat schon in der Grundschule gefehlt. So, nächstes Zeugnis. Wir haben auch Klasse 8. Also erstmal versäumte Unterrichtstage 0. Deutsch 4. Englisch 4. Mathe 4. Chemie 4. Physik 4. Sport 2. Bewegung 2. Ja, auch mal die ein oder andere Stunde weniger Pokale pushen. Und dann ist da in jedem Fach auch eine 3 drin. Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen, da er häufig mangelnde Aufmerksamkeit und Eigeninitiative zeigt. Ja, da wurde auch mal unter dem Tisch ein bisschen Brawl Stars gespielt. Ja, da waren sie gerade in Duo-Showdown. Waren sie gerade gucken, wer am besten auf der Map ist, anstatt zu gucken, ja, was jetzt hier für eine Matheformel angewendet werden muss. Nächstes Zeugnis. Baden-Württemberg, W-Bundesland, Rallye 2, Deutsch 4, okay, Englisch 3, Mathe 4, Französisch 4, Französisch eh scheiße, Physik 3, Informatik 2, BK 3, Musik und Sport 2. Guck mal, erstmal kein 5 ist gut und wir haben hier, wie viele Vieren? 4 Vieren? Ja, in der 8. Klasse ist doch noch okay so. So, nächstes Zeugnis. Erstmal Noah, auch 8. Klasse, wir haben voll viele in der 8. Klasse, ne? Lernen und, warte mal. Oh, 2010 geboren ist krass. Zuverlässig und Sorgfalt 2, Ausdauer und Belastbarkeit 2, Selbstständigkeit 2, Konfliktfähigkeit und Toleranz 3. Ja, solid. Und dann gehen wir noch hier ins richtige Zeugnis rein. Noah hat hier, okay, sehr viele Fächer. Einmal Deutsch mit einer 3, Englisch 2, Wirtschaft, Arbeit, Technik 2, WAT, Wahlpflichtfach, kann was sein soll, 3. Gesellschaft, Wissenschaft, haben wir eine Geo, eine 2 und Geschichte eine 3, okay. Ja, ist doch okay. Ist doch ein solides Zeugnis, wie sagen. Das ist ein Abi-Zeugnis. Das heißt, wir müssen es nochmal ganz anders bewerten eigentlich. Weil das ist dann halt nicht mehr 8. Klasse, sondern ja, ein bisschen was anderes, ne? Warte, hier sind einfach die Ergebnisse. Eine Mathe, schriftlich 6, Bio 9. Ah, das ist, glaube ich, so eine. Das ist eine 4, glaube ich. Das ist eine 3. Das ist eine 2. Und das ist auch wieder eine 4 oder so. So, nächstes Zeugnis. Bro, was sind das alles für Fächer? Digga, ich muss meinen Kopf drehen. Wir haben Zerspannungsmechaniker. Abschlussprüfung. Wir haben komplexe Arbeitsaufgabe 2, Wirtschafts- und Sozialkunde 3. Ja, aber ist doch stark. Also hast du auf jeden Fall bestanden, oder? Ja, 85 Punkte. Hey, voll gut. So, nächstes Zeugnis. Mika war im Allgemeinen ein selbstbewusster, aber etwas bequemer Schüler. So, was haben wir? Rallye 2, Deutsch 3, Latein 5, krass, Mathe 4, Physik 3, Chemie 3, Kunst 3, Musik 2, Sport 1. Ja, ist doch stark, auf Ernst. Okay, hier ganz kurz. Die Sachen sind andersrum. Es ist ein Schweizer Zeugnis. Also hier Schweizer Noten. Also, was haben wir denn hier? Mathe. Was heißt, warte, Halbjahr? Was heißt das hier? Und was heißt for real? For real 24. Herbst und Frühling. Ah. Also 5 ist eine 2. 5 ist eine 2. Das ist eine 3. Ja, aber voll stark. Warte, wir haben hier eine 2. Hier eine 3. Hier wieder eine 2.
Also Mathe 2, Finanz- und Rechnungswesen haben wir eine 3,5, Geschichte und Politik 2,5 und insgesamt 2,5. Ey, voll stark. Voll stark, Feder, hä? Ja, aber Retalk, Feder, sehr, sehr starkes Zeugnis. So, wir gehen ins nächste Zeugnis rein. In welcher Klasse ist denn das? 6. Klasse, okay. Deutsch 2, Englisch 2, Geschichte 3, Mathematik 2, digitale Grundbildung 1, stark. Oh, was? Biologie 1, Musik 1, Kunst 1, Technik und Design 1, Bewegung, Sport 2, soziales Lernen. Bro, Bro, gekocht. Water Dragon, sehr starkes Zeugnis, hä? Verhalten in der Schule sehr zufriedenstellend. Ey, voll stark, hä? Also Sport 5 ist krass. Versäumte Tage 8, davon unentschuldig 0, okay. Also Gregor, nächstes Jahr nochmal ein bisschen reinhängen, ne? Nächstes Zeugnis ist von Steaks. Warte mal ganz kurz, warum sind hier irgendwelche Minecraft-Zahlen drin? Ich habe das Gefühl, hier sind nicht so die ganz richtigen Noten drin. Deutsch 3, Englisch 3, Kunst 2, Musik, weiß nicht, ob da eine 2 war, Geschichte 3, okay, Physik 2, Sport 2, Ethik 1 und Informatik 1 und 2 Fehltage, entschuldigt, ist doch trotzdem solid. Steaks, super Arbeit. Nächstes, und hier haben wir wirklich Sachsen. So, was haben wir denn hier? Deutsch 2, Englisch 2, Kunst 2, Mathematik 1, stark, Bio 2, Sport 2, Rallye 1 und Technik und Computer 2. Eigentlich voll stark. Aber Real Talk Nils, sehr starkes Zeugnis. Also sehr, sehr krasses Zeugnis auch. Also irgendwas mit 1,8 denke ich mal. Sehr, sehr, sehr stark. Dein Zeugnis schauen wir uns mal an. Pflichtunterricht, also wir haben Deutsch eine 2, Mathe eine 3, Englisch 3, Geschichte 3, Erdkunde 2, Bio 2, Physik 3, Chemie 2, Musik 2, Chemie 2, Musik 2, Sport 1 und Französisch 4. Auf Ernst? Also strong, Bro. Auf Ernst? Auch starkes Zeugnis. So, nächstes Zeugnis von Noel. So, wir haben Rallye eine 3+. Okay, das Halbjahreszeugnis. Deutsch 3-. Deutsch, Englisch 2, Latein 3-. Sehr viel am Latein, würde ich sagen. Krass. Mathe 3, Geschichte 2, GK 3+, Physik 3, Chemie 2-, Musik 1, BK 2, Sport 2-3, Spanisch 3. Bro, halt 3 Fremdsprachen. Erstmal Respekt dafür. Noel stark. Auf Ernst stark. Wir gehen ins nächste Zeugnis rein. Bewertung der Leistungen. Wir gehen rein. Also erstmal eine Berufsfachschule, Pflegeassistenz. Wir haben Deutsch Kommunikation 3. Englisch Kommunikation 2. Mathe 2. Stark. Politik 3. Sport 2. Rallye 3. Berufsbezogener Lernbereich Theorie 4. Okay. Hier kracht's. Arbeits- und Beziehungsprozesse 4. Unterstützung des Menschen 4. Pflege von Menschen 4. Und optionales Lernangebot, EDV im Beruf 5. 3 meine ich. Aber trotzdem, ist okay. Ist okay, Wabbel. Ist okay, kann man machen. So, nächstes Zeugnis. Bro, wie soll ich das angucken? Ich kann hier nicht reinzoomen. Okay, warte, wir haben es gefixt. Die Quali ist jetzt leider nicht so gut, aber ja. So, Rallye 2, Deutsch 2, Englisch 2, Französisch 2, Mathe 2, Geschichte 2, GK 2, Musik 2, BK 2, Sport 2 und Naturwissenschaften und Technik 3. Sehr stark, ey. Ernst, stark, stark, stark. Also Retalk, sehr krasses Zeugnis. Also auch, glaube ich, so im 2-3er-Schnitt oder so, 2,2 oder so. Retalk, sehr krasses Zeugnis. So, wir gehen weiter. Weiter. So, wir haben das Zeugnis von Nina hier. 17.09., da hat meine Schwester auch Geburtstag. In der Overworld, Bro, das ist krass. Das ist respektlos, Digga, in der Overworld. Und dann haben wir Rallye 3, Deutsch 3, Englisch 2, Mathe 4, krach. Physik 3, Chemie 3, Bio 3, Musik 2, PK 1, Sport 3, Technik 3. Okay, 2,8, stark. Das ist stark, das ist crazy. Aber starkes Zeugnis. Nächstes Zeugnis. So, Rallye 1, Deutsch 2. Warte mal, ja, ich glaube, wir haben hier einen Brecher. Mathe 4, Chemie 1, Bio 3, Musik 2, Kunst eine 3 und Sport 1. Boah, das ist krass. So, nächstes Zeugnis. Da haben wir Rallye, Bro hat gekocht. Rallye 1, Deutsch 1, Englisch 1, Latein 2, Französisch 3, Geschichte 1, Geografie 1, Mathe 3, Bio 1, Physik 2, Musik 1, Kunst 1, Bewegung Sport 1, Geschichte 1. Bro hat gekocht. Also ich glaube, auf Ernst, Bro ist der Beste in dem Video. Auf Ernst, Bro ist, glaube ich, der Beste bisher. Ich glaube, keiner war besser als er. Georg hat Retalk gekocht, Bro. Das ist krass. Keine 4, stark. Auf Ernst. Stark, stark, stark. Jungs, das ist mein Zeugnis, Jungs. Bisschen verknittert. Wir haben hier Rallye 3, Deutsch 3, Englisch 2, Mathe 3, Geschichte 3, Geo 2, Gemeinschaftskunde 3, Wirtschaft, Beruf und Studienorientierung gut, also 2, Physik 3, Chemie 3, Bio 3, Musik 3, BK 3, Sport 3, Technik 3. Jungs, ich war da. Ich habe mein Ding gemacht, okay? Ich habe meinen Job gemacht. Auf Retalk ist solid, oder? So, 2,8er Schnitt hier. Kann man machen, oder nicht?
Ey, es hat sehr, sehr Bock gemacht. Es hat extrem Spaß gemacht. Auf Ernst, es war sehr, sehr, sehr geil. War ein sehr, sehr nice Video. Es hat sehr Spaß gemacht.